Bereits seit über 30 Jahren gibt es die Lupperger Hackbrettmusik. Gegründet wurde diese im August 1985. Deshalb luden die bekannten Lupperger Musiker am Samstag Gäste aus nah und fern ein zu einer offiziellen 30-Jahr-Feier. Auch Bürgermeister Manfred Hauser war unter den geladenen Gästen und dankte dem Quartett aus Veronika Fischer, Marianne Hauser, Thomas Stiegler und Karl Fischer im Namen des Markt Lupburgs für die zahlreichen Auftritte. Die Lupburger Hackbrettmusik repräsentiert auch außerorts bei ihren zahlreichen Auftritten den Markt Lupburg. Wir fragten die Jubilare, wie es denn vor so langer Zeit zur Gründung der Lupburger Hackbrettmusik kam. Ich war schon immer ein Fan von der Hackbrettmusik, aber ich habe mir immer gedacht, das lerne ich nie. Und nach einer Meiernacht habe ich mal zu Veronika gesagt, ich würde gerne Hackbrett lernen. Und ihr Kommentar war, ja, kauft er uns, dann spielen wir. Und so ging es los, das war im August 1985. Zu diesem besonderen Volksmusikabend kamen zahlreiche befreundete Musiker und Sänger. Jeder gegen jeden, Meierbach-Sängerinnen und Sänger, die Ruxhoff-Musi. Außerdem gab es einige gemischte Duos mit Gesang und verschiedenen Instrumenten. Der Abend war kurzweilig und sehr gelungen. Was wünschen sich denn die vier Aktiven der Lupburger Hackbrettmusi für die Zukunft? Ja, dass wir so beieinander bleiben können, gemeinsam musizieren können. Wir würden uns wünschen, dass die Musik, gerade diese Volksmusik, bei den jungen Leuten wieder ein bisschen populärer wird, dass auch jüngere Gruppen nachkommen. Und ansonsten, dass bei uns so weitergeht wie die letzten 30 Jahre. Und dass uns vor allem unsere zwei Männer bleiben, denn mit den Gitarristen haben wir gelegentlich schon mal ein bisschen, ich möchte nicht sagen Probleme, aber Not gehabt. Aber mit dem Thomas ist es jetzt ganz hervorragend. Gut, und mein Mann wird mir, denke ich, auch bleiben. Zunächst einmal die Musik selber. Also es ist ja im Allgemeinen eine sehr harmonische Geschichte, die wir machen. Und es ist halt das Zusammenspiel wunderschön mit anderen Menschen, dass man sich da aneinander anpasst und dass man miteinander harmoniert, wie es die Musik erfordert. Also die Hackbrettmusik ist und bleibt eine Konstante in meinem Leben und in unserem Leben. Und wir haben so fest aneinander gewachsen, dass es nur noch eine gemeinsame Zukunft gibt. Herzlichen Glückwunsch und eine gute Musi bleibt zum Schluss noch zu sagen. Musikantentreffs sind öfters im Monat. Und jeder Besucher ist herzlich eingeladen. Kommen Sie doch einfach einmal vorbei.